Was man nicht alles unternimmt, um im Netz eine ganz große Nummer zu sein. Also es geht natürlich, es geht um Nervenkitzel, ja, um Sensationsheischerei auch und vor allem um Klicks bei den spektakulären Aktionen des Influencers Trevor Jacob. Jetzt drohen dem YouTuber aber für eine Nummer bis zu 20 Jahre Haft. Ja, der 29-Jährige inszenierte nämlich einen Flugzeugabsturz, in dem er einen Motorschaden an seiner Propellermaschine simuliert hat. Angeblich, um sich selbst zu retten, stieg der YouTuber dann mit einem Fallschirm aus dem Flugzeug. Das flog aber ohne Pilot weiter, bis es an einem Berg im kalifornischen Nationalpark zerschellte. Trevor Jacob selbst präsentierte sich als verletzt und in großer Gefahr. Um Untersuchungen zur Absturzursache zu erschweren, schaffte er die Wrackteile mit einem Helikopter beiseite und entsorgte sie in mehreren Mülltonnen. Inzwischen hat er eingestanden, den Absturz inszeniert zu haben, um Geld mit dem Video zu verdienen.